Ich meine, wir könnten noch mal einen kurzen Durchgang durch das, was wir gestern angesehen haben, brauchen, um es zu vertiefen, um es wirklich danach zu messen und anzuschauen, inwieweit jene Darstellung unserer eigenen Lebenswirklichkeit, unserer eigenen Erfahrung, die wir damit machen können, wenn wir uns damit beschäftigen und das die genau angucken, ob das dem entspricht. Ich verzichte darauf nochmals auf die Narbe, das ist gestern ausführlich von mir betrachtet worden, des Rades und sowie die 6 Lebensbereiche zwischen den Speichen, die wir, wie ich schon sagte, psychologisch deuten können und die wir ja ständig jeden Tag zu erleben vermögen. Ich hoffe, nicht allzu viel von den Höllenbereichen und den tierischen Bereichen und diesen Darstellungen, aber immerhin, diese Schwankungen sind da und je nach Gemütslage, je nach Verfassung, je nach äußeren Eindrücken, die uns bewegen, können wir in dieser oder jener Situation, in diesem oder jenem Lebensbereich uns aufhalten. Nein, wir schauen jetzt vor allem auf diesen Kreis der Kette des bedingten und abhängigen Entstehens und wiederhole, dass nach der klassischen Darstellung Unwissenheit, Avidya, zu Willensimpulsen führt. Und diese zu einem getrübten Bewusstsein in all seinen Kategorien, dass sich dann dieses Bewusstsein im Geist-Körper in unserer jetzigen Manifestation zeigt. Und insofern sind wir eine Schöpfung von Bewusstsein, das, was da ist. Und sie nehmen dann diese Geist-Körperlichkeit über die 6 Sinne, ihr kennt sie alle, die 5 plus Denken, über die 6 Sinne Kontakt auf, Kontakt mit den Objekten. Und es kommt zu einer Empfindung, wenn ich Kontakt aufnehme, die positiv, negativ, freudvoll, leidvoll oder neutral sein kann, in allen ihren Abstufungen. Aus dieser Empfindung heraus entsteht Begehren, Trishna oder Tanha. Und dieses Begehren kann natürlich sein, entweder etwas loswerden zu wollen oder etwas unbedingt haben zu müssen. In beiden Fällen Begehren. Und dann kommt das Greifen. In Klammern muss ich dazu sagen, auch das Abstoßen. Also das Greifen, Upadana, nach dem Objekt des Verlangens oder die Aggression nach dem Loswerden dessen, was ich nicht will. Und dieses Greifen nach dem Objekt führt zu Werden. Und dieses Werden, dieses immer wieder Neuwerden, führt zwangsläufig zu Geburt und damit auch zu Alter und Tod. So, das ist also die klassische Betrachtungsweise. Und ich kreise noch einmal um dieses Feld, um es wirklich ganz tief, bevor wir es nochmal auf eine neue Weise angehen, zu darzustellen. Das erste Feld ist ist die eigentliche Ursache unserer Schwierigkeiten gewidmet, nämlich die Unwissenheit. Und sie wird durch den alten Mann oder Frau mit dem blind und alt, wie es vor sich hin stockt. Denn Unwissenheit gleich der Unfähigkeit, und die haben wir alle, zu sehen, wirklich zu sehen, wie es ist, und nicht mit Vorstellungen überstülpt. Parikalpitas heißt das Fachausdruck dafür. Gleich der Unfähigkeit zu sehen und leider auch die Unfähigkeit zu verstehen. Und das ist Unwissenheit. Das ist damit gemeint. Und das ganze Elend beginnt ja damit, dass wir nicht in der Lage sind, die Strukturen wirklich zu erkennen. Zumindest lange Zeit nicht. Es sei denn, wir begegnen ihr in den Darlegungen, die der Buddha gemacht hat, vertiefen dies, üben es, und kommen zu eigener Einsicht und Erfahrung. Und aus blinden Handeln, geprägt von Gewohnheitsenergien, von Mechanismen, von Verhaltensmustern, angewöhnt und übertragen von dem, was in uns lebt, Eltern, Großeltern und, entsteht zwangsläufig eine fehlgeleitete Willenstendenz. Kann ja nicht anders sein. Warum soll denn die plötzlich klar sein, die Richtung,
wenn ich geprägt bin von ganz anderen Einflüssen und eigenen bisherigen Lebenserfahrungen, die völlig anders geprägt sind und wo eben vieles in der Erziehung, in der Schule, in der Manipulation, in der Ausbildung, in dem Bemühen nach Einfluss, nach Geld verdienen und, nicht deutlich sein konnte. Und wer, weil er halt keine andere Möglichkeit hat, wirklich die Tage verbringt mit mehr oder weniger angeregter und flacher Unterhaltung, sich beeinflussen lässt, auch noch seinen Geist trübt, indem er Dinge zu sich nimmt, die den Geist sicher nicht klar halten können, dann werden diese negativen Impulse immer mehr verstärkt und der Satz, ich werde das, wohin mein Geist sich neigt, womit ich mich beschäftige, was ich denke, trifft zu. Und das können wir alle überprüfen. Das ist sehr deutlich, wie es die Gewohnheitsenergien und womit wir uns beschäftigen, aus uns machen. Ich erzähle das deshalb so genau, weil ich bei euch den Wunsch wecken möchte, zu sagen, na so nicht mehr. Ich kann mich ja anschauen, ich weiß doch, was mit mir los ist, das möchte ich nicht. Wer mit sich selbst zufrieden ist, hört bitte weg. Und der sagt, na, so alles wunderschön, was wolltest du denn? Ich habe so einen in der Sangha. Der sagt immer, mir geht's blendend. Was willst denn du überhaupt? Wir brauchen, wir haben kein Leiden. Es geht alles wunderbar. Bei mir zumindest. Also, was redest du denn da? Also, wer dieses Gefühl hat, ich habe es ja eh schon, der hört weg. Ich hoffe nicht, dass er weggeht, aber gut so. Körper und Geist, das sich dann also bildet, aufgrund des Bewusstseins, das sind beide gekoppelt miteinander. Unsere Energien und unser Leib ist untrennbar miteinander verwoben, auch da. Es gibt keinen Leib ohne eine geistige Energie, ein geistiges Feld in ihm. Und es würde aber auch kein geistiges Feld geben, zumindest nicht in dieser Manifestation, wenn kein Leib dafür da ist, der die Sinnesorgane hat, aufgrund dessen er die Welt wahrnehmen kann. Dann wäre das eine armselige Geschichte, unser Leben. Es sei denn, wir sind schon Engel oder sowas, nicht? Das ist dann wieder was anderes. Das will ich jetzt, oder Mahabodhisattvas, das möchte ich im Moment nicht näher betrachten. Aber wir gehen von uns aus und da wird ja einsichtig, dass Energien, geistiges Potenzial, die Körperlichkeit miteinander kommunizieren, tief miteinander verwoben sind. Und das eine das andere braucht, so wie Samsara das Nirvana braucht und umgekehrt. Und wir treten mit den sechs Sinnesorganen in Kontakt mit der sogenannten Realität, mit unserer vermeintlichen Wirklichkeit. Angefüllt mit falschen Wahrnehmungen, die über diese Sinnesorgane zu uns durchgefiltert werden, zum Teil durch ein Raster fallen, zum Teil aber auch hängen bleiben. Wir nehmen ja nur einen ganz geringen Teil in unser Bewusstsein wahr von dem, was wir eigentlich über die Sinnesobjekte und Sinnesorgane wahrnehmen. Und das ist gut so, sonst werden wir völlig überfrachtet, würden verrückt werden. Und diese Sinnesorgane berühren zusammen mit dem Denkprozess, für die Fachleute, die schon dabei waren, aus Angst wird Mut, Mano, Vijnana, mit dem Denkprozess die Objekte. Meist ist der Kontakt eben nur einen Augenblick lang objektiv und dann kommt es zu dieser interpretierenden Einfärbung sofort. Wir haben mal bei Ayakema geübt im Allgäu. Wir hören ein Geräusch und nehmen das nur als Geräusch wahr und sonst nichts. Dieses Geräusch waren draußen die Kuhglocken. Ja, ihr glaubt nicht, wie viele Minisekunden das sind, bis ich sofort sage, das Geräusch sind Kuhglocken und die mag ich jetzt nicht, denn ich will ja meditieren. Bom, erledigt der Fall. Ich habe es eingefärbt. Für mich war das schon zunächst kein erfreulicher Impuls. Bei mir zu Hause ist es wieder. Aber da war es gerade nicht. Denn wir wollten ja die Stille haben und ganz holy sein. Und wir haben sofort gesagt, was ist denn das? Es hat Winzigkeit gedauert, einfach nur Geräusch wahrzunehmen und nicht zu interpretieren und nicht sofort zu bestimmen, ihm ein Zeichen zu geben. Das ist so und das ist so und das mag ich und das mag ich nicht. Und das ist mir egal, das bin ich neutral. Sofort entstanden. Das sind interessante Versuche, die ihr ja sicher selber leicht nachvollziehen könnt. Wie lange es dauert, bis wir etwas wahrnehmen, bis dann durch den Kontakt sofort eine Einfärbung entsteht. Die rosarot oder dunkelgrau oder so sein kann, wir sehen ständig durch eingefärbte Brillen. Wir haben selten
eine klare Brille, Klammer, Klarblick, Vipassana. Und dann diese Einfärbung, habe ich ja mal geschrieben, nicht nur beim Tango vermag die Berührung ein erhebliches Maß an Gefühlen zu mobilisieren, habe ich erlebt, die unser Urteilsvermögen ganz schön einschränken können. Weil es ist nur ein Beispiel, eine Situation uns befinden, wo wir einfach nicht mehr so klar sehen und kommt Verliebtheit dazu, wird es noch unklarer, wie ich schon gestern erwähnte. Und das ist sicher, das aus Gefühlen, denen wir keine Zügel anlegen, dann auch Begehren entsteht, hat vielleicht auch schon jeder erlebt. Die Erfahrung wird er schon gemacht haben. Das muss ich haben. Das steht mir zu. Das brauche ich jetzt. Und ich bin todunglücklich, wenn mein ganzes Glück hängt davon ab, dass das passiert. Und passiert es nicht, dann bin ich der unglücklichste Mensch der Welt. Wie lächerlich. Wie dumm. Aber wir machen es immer noch. Von Zeit zu Zeit, denke ich. Und dass aus Gefühlen, wie gesagt, Begehren entsteht, ist deutlich. Und dann sind wir ganz findig in den Strategien, die wir uns ausklügeln. Da ist unglaublich, was da unser Hirn alles schafft. Unseren Wünschen Verwirklichung zu ermöglichen. Also alle Tricks gibt es da, nicht? Und da sind manche wirklich sehr erfinderisch in diesen Strategien. Was immer wir wollen an Macht, an Einfluss, an Anerkennung, an Positionen, an einen erwünschten Partner oder was immer es sein mag. Und das, diese Strategie für die Verwirklichung unserer Wünsche, geht dann zum konkreten Ein- oder Greifen, Eingreifen oder Greifen über. Dass wir also zur Sache kommen, nicht? Und die begehrten Früchte dann reifen mögen. Und das Ergebnis der Aktion wird nicht lang warten. Hier ist der bestimmte Bereich angedeutet. Es kommt zur Geburt, eine Vereinigung stattgefunden hat, die biologisch plus der Impuls, der geistige Impuls, der einen Menschen möglich macht, entsteht. Und es entsteht Leben und damit auch natürlich das Altern und das Sterben. Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Seit Generationen und Abergenerationen. Und jetzt ist die Frage, muss das so in dieser Form, in diesem Kreislauf weitergehen? Und viele haben Nein gesagt. So nicht. Es soll schön sein, unser Leben. Es soll friedvoll sein. Es soll harmonisch sein. Es soll liebevoll und mitfühlend sein. All das andere, was mich so sehr bedrückt und damit auch leidvolle Situationen für mich und andere herstellt, das mag ich nicht mehr. Naja, und daraus entsteht ein Perspektivenwechsel, ein Paradigmawechsel. Ich will das nicht mehr. Und das macht sich in unserem Zentralcomputer bemerkbar. Und das ist ja das Alevichniana, das Speicherbewusstsein. Da passiert was. Denn da ist ja alles gespeichert, ist alles da. Und dort, wo alles, was wir denken, was wir tun und wahrnehmen, genau gespeichert ist, wie auf einer Festplatte, kommen dann immer mehr, häufiger harmonische Impulse, friedvolle Impulse vor, weil wir in eine neue Richtung schauen. Und das, was auch da ist, nämlich die Freude, diese Samen und das Mitgefühl und die Gelassenheit und die Heiterkeit, kommt dann öfter hoch. Es hat eine Chance. Nährend, gewässert zu wachsen und in unser Tagesbewusstsein, in Manovijnana, ins Tagesbewusstsein zu steigen. Und das ist klasse, wenn uns das passiert. Und da haben wir im Buddhismus eine, wir nennen das Bewusstseinsapotheke, mit vielen, vielen breiten Spektrum hochwirksamer Medikamente zur Schwächung der negativen und zur Stärkung der heilsamen Impulse. Nicht zuletzt lebt davon die Kunst des achtsamen Lebens, das zu stärken. Und das die Palette der Medizin reicht von klassischen Shamatha und Vipassana-Meditation bis hin und Anapanasati und Satipatthana. Und ihr kennt wahrscheinlich viele dieser Angebote, die auch in unserer Tradition beheimatet sind. Weniger Schaubildentfaltung, wo ich ganz überrascht war, dass Thay auch plötzlich von einer Visualisierung spricht, nicht das Buddha, was er vorher nicht so ausdezidiert getan hat, bis hin eben zum Diamantweg der Vajrayana, dieser Praxis, die dort
angeboten wird in einem sehr reichen Sonderteil der Apotheken von Instrumenten. Da stehen also nochmal ganz andere Fläschchen für die Direttissima und für die Abstürze, die dann erfolgen, wenn man den Steilwand hochgeht. Ich weiß auch, wovon ich da spreche. Die Wirkung dieser Mittel werden wir halt dadurch entdecken, dass die Unruhe in unserem Geist und die Verhaftetsein in den Gewohnheitsenergien nachlässt, im eigenen Geist. Wir werden ein wohlwollendes Verhältnis zu uns und zu anderen Menschen kriegen. Mehr Mitgefühl, mehr den anderen in uns entdecken und uns auch im anderen gespiegelt sehen. Das ist etwas sehr Schönes, sehr Schönes, wenn es in die richtige Richtung geht. Und wenn wir das merken, dann werden auch unsere Spannungen und Verspannungen nachlassen. Wir werden gelassener. Diese Entschleunigung wird dann ein normaler Prozess, ohne dass wir deswegen gleich lahm werden müssen. Sondern das kann immer noch klar sein, immer noch ganz bewusst, immer noch sehr effizient. Aber Step by Step. Und ich habe extra nochmal die Übersetzung von Happiness is here now auf Deutsch jetzt. Die haben wir gesungen in Berlin bei unserem Ordenstreffen. Das singe ich euch dann vor. Ist sehr schön, wenn wir die Gehmeditation machen. Also, was passiert jetzt? Mit der Außenwelt treten Körper und Geist über unsere Sinne, die 6 Geistestore, in Kontakt. Dann haben wir, wie gesagt, diese Gefühle durch den Kontakt und bisweilen einen ziemlichen Sturm von Emotionen. Und manche halten es auf dem Meditationskissen dann nicht mehr aus, weil sie das sonst aufessen würden vor lauter Erregung und Wut und müssen dann halt der Gehmeditation draußen im Freien machen. Das ist dann beruhigender und etwas schöner. Und da kann ich einiges abbauen an dem, was sich oft im Laufe eines Tages sammelt. Mache ich das aber nicht, diesen Versuch, auch in die Stille zu gehen, in die Ruhe, jeden Tag, ein paar Minuten, dann wird sich das kumulieren. Dann wird es den Geist so stark beeinflussen, dass diese Unruhe und diese Widerstände und dieser Ärger, um nicht von Wut zu reden, sich staut. Das Ergebnis werden dann Körpersignale sein, wo der sagt, das will ich jetzt nicht mehr, stopp. Und wir schauen nicht einmal hin, weil wir nicht genug achtsam sind. Und die Folgen habe ich selber ertragen müssen, in Form eines Infarkts und ähnlicher Dinge. Nicht geschaut, nicht hingeguckt. Also negative Gefühle in neutrale zu verwandeln, ganz bewusst, und neutrale in heilsame, in positive, ist eine wirkliche Kunst, aber es geht, es ist möglich. Ich könnte euch 100 Beispiele anführen, wie das gekippt ist. Im Berufsleben, im Familienleben, in der Gesellschaft und Gott sei Dank auch in der Sangha. Was auch nicht immer so einfach war. In einer großen Sangha. Mit den Brüderchen und Schwesterchen vom Orden. Diese Transformationsarbeit in den Feldern macht uns dann langsam das Rad der Befreiung. Aus dem Rad des Lebens im Sinne von leidvollen Zuständen, die sich immer wieder weiterdrehen, nicht aufzuhalten sind, entsteht allmählich das Rad der Befreiung. Wir müssen unsere Geistestore, die 6, bewachen. Auch das Denken, denn da entsteht ja alles. Da gibt es zum Beispiel einen Kontakt, wenn ein Besucher war auf einer Party, habe ich auch mitgemacht, auf die wir uns sehr gefreut haben. Und jetzt sage ich, was? Diese Type, der ist heute Abend auch noch da. Na, das hat mir jetzt noch gefehlt, die ganze Freude ist weg. Kommt dieser Kerl auch dazu? Und das ist schon dann ein Erfolg, wenn es uns gelingt, uns nicht mit dieser Negativreaktion zu identifizieren. Es nicht zu unserer zu machen. Das ist ein winziger Schritt. Genau hinschauen, dann stopp. Dieser Schritt zurück. Vielleicht ist er heute ganz anders, wir ändern uns das doch jeden Tag. Warum denn nicht? Schauen wir doch erst mal. Das kann ganz liebenswürdig sein. Aber nicht so frech und anmaßend und stinkig wie sonst. Das ist wichtig. Ich habe das eingeübt und es ist manchmal bestätigt worden, mein altes Muster, meine Ahnung. Aber viel häufiger, muss ich dazu sagen, war es eine Freude dann. Ich konnte ihm die Hand geben und die Party war gerettet auch, das Zusammensein. Er hat sich vernünftig verhalten und meine Kreise nicht gestört, das ist ja ganz wichtig. Und ich kann dann sagen,
ich bin auch da. Und das sagen viele und machen sich damit bemerkbar, mit allen möglichen Mätzchen. Und das verstehe ich dann, den Wunsch, Aufmerksamkeit zu kriegen, auch jemand zu sein. Ja. Sich ein bisschen wohler zu fühlen dadurch. Und dann habe ich schon mein negatives Gefühl in ein neutrales verwandelt. Ich bin nicht mehr kontra, sondern sage, warten wir mal ab. Nicht für, nicht gegen, neutral. Und das können wir oft anwenden. Und aus der Ablehnung wird mit der Zeit Verstehen. Und entsteht Verstehen, dass ich den anderen begreifen lerne, entsteht Mitgefühl. Und das ist das Allerschönste, wenn ich meine Aggression in Mitgefühl verwandeln kann. Ich, nicht der, ich. Und damit sehe ich ihn anders. Meine Welt ändert sich durch meine Veränderung. Nicht, weil sie sich verändert. Auch nicht, weil der andere sich verändert. Tut er eh. Ob bewusst oder nicht, ist eine andere Frage. Ob er sich darum bemüht oder nicht, ist auch eine andere Frage. Ich mache das. Und meine Welt ist es dann, mit der ich in Kontakt trete. Es ist so wichtig, dass wir diese Bemühung um uns selbst, um unsere Sicht der Dinge, um unsere Einfärbung der Brille, dass wir daran arbeiten. Wenn es uns gelingt, ein bisschen mehr Liebe und Mitgefühl, ein bisschen Freude, mit Freude, mit der Gelassenheit zusammen zu entwickeln, und dann macht die Gier und die Wut in unserem Geist, der Kultur des Herzens, langsam Platz. Das heißt, ich gehe dann an die Narbe dran. Hier Hass, Unwissenheit in ihren verschiedenen Ausprägungen. Ja, und was diese Kultur des Herzens ausmacht, solltet ihr alle wissen. Wer es nicht weiß, dem sage ich es. Sind die vier Elemente, von denen der Buddha immer wieder sprach. Liebevolle Zuwendung, Maitri. Alles, was mir begegnet. Jede Kakerlake bedarf liebevoller Zuwendung. Und die Ameisen in der Küche brauchen es. Und meine Siebenschläfer in der Bibliothek brauchen sie. Und die Mäuse im Haus, acht haben wir ausgesetzt wieder. Aber liebevoller Zuwendung. Wir wohnen halt am Waldrand. Und da gibt es das. Ich will damit nur sagen, dass Maitri, Liebe, für mich die große, entscheidende Kultur unseres Herzens ist. Aber das ist nicht nur im Buddhismus so, ich glaube, es ist in allen Religionen. Auch im Islam. Auch im Islam, wenn der Geist nicht völlig verwirrt ist und Intoleranz und Fanatismus den Menschen besetzt hat. Und der aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommt, im Gegenteil, immer mehr aufgeputscht wird. Ich habe im Koran so viele wunderbare Stellen gelesen, über liebevolle Zuwendung und von Sufis gehört und anderen. Wir müssen aufhören, Kästchen denken und Ablehnung und alles verteufeln, was jetzt gerade in dieser ganzen Türkei-Debatte und so sehr deutlich wird. Das zweite ist Mitgefühl, Karuna. Mitgefühl. Wer kein Mitgefühl hat, sondern gleichgültig wird, sich wegdreht, weil wir überschüttet werden oft von den Medien mit Schreckensmeldungen und Bildern, die uns stumpf machen, der braucht den Bodhisattva Kshitigarbha. Der nicht wegschaut, der hinschaut, der sich einlässt im Rahmen dessen, was wir noch ertragen können. Jeder hat seine Kapazität, wie viel er verkraftet. Gilt auch im Zusammensein mit Partnern, wie viel er verkraftet. Und wir haben eine Regelung, auch mit Ilona und mir, dass wir die Hand heben können und sagen, stopp. Aufgrund meiner heutigen Kondition und Verfassung bin ich jetzt nicht in der Lage, mehr anzunehmen, was so rüberkommt, ausgeschüttet wird sozusagen, weil da halt auch vieles sich angesammelt hat. Muss gar nicht uns zwei betreffen. Oft betrifft es die Familie oder so etwas. Und sagen, ich kann es nicht. Und das wird eingesehen von beiden Seiten. Wir nehmen uns zurück, der gerade am Powern ist, am Schieben, atmen. Wir setzen uns zusammen hin in unserem Meditationsraum daheim und verbringen 20 Minuten oder sowas beim Atmen und Schweigen und versuchen auch zu lächeln. Und wir werden uns später dann auch anlächeln. Das ist eine Übung, die wir immer wieder neu machen müssen, dass wir uns nicht wegdrehen mit unserem Mitgefühl von den Elend, von den Sorgen, von den Schwierigkeiten, oft auch von den dummen Gedanken der anderen, weil sie halt so sind, wie sie sind und nicht jeder die volle Weisheit schon realisiert hat. Und dass wir aber auch darauf achten, ob wir die Kraft haben und wie viel wir noch haben an Kapazität. Gilt auch für Sterbebegleitung und andere Situationen. Wie lange kann ich ganz dabei bleiben?
Wie lange habe ich die Kraft zu begleiten, da zu sein, die Hand zu halten? Oder werde ich überschwemmt von meiner eigenen Traurigkeit, den eigenen Gefühlen? Und dann muss ich rausgehen. Dann brauche ich eine Zeit der Gehmeditation, des Atmens. Da muss ich mich selbst wieder stabilisieren. Und ich habe das auch erlebt bei Menschen, bei drei Menschen, die ich sehr geliebt habe. Dazu gehört ja auch meine erste Frau. Wie dieser Prozess läuft und wie viel Kraft wir brauchen, um dann ganz dabei zu bleiben und zu begleiten, solange wir können, und nicht zu klammern und nicht festzuhalten, sondern gehen zu erleichtern und Ängste zu mindern. Maitri und Karuna, Mitgefühl. Und Freude ist die andere Herzensqualität, und mit Freude. Wenn wir diese innere Heiterkeit nicht finden können, dann machen wir irgendwas falsch in unserer Praxis. Wer nur traurig rumläuft, wie so miesepetrig sozusagen, also mit heruntergezogenen Mundwinkeln, so, der hat ja keine Freude an seiner Praxis. Und die hat er doch jederzeit die Möglichkeit zu praktizieren und die Möglichkeit, sich daran zu freuen. Wenn ich einen Buddha visualisiere, kann ich nicht mehr traurig gucken. Das ist einfach schön. Das, was in mir lebt, nach außen zu projizieren und es entstehen zu lassen aus meinem eigenen Geist. Und dann davor zu sitzen und sagen, das ist doch großartig, dass es das gibt. Und wenn es dann noch zu Erfahrungen führt, die uns wirklich verändern, das kann man auch prüfen, dann ist es wieder ein Grund zur Freude. Und so kommt dann noch der Gleichmut hinzu, als viertes Element, Upeksha. Der Gleichmut. Mit den beiden Bewegungen, erstens der Parteilosigkeit, sich nirgends mehr reinwurschteln zu lassen, sich nicht mehr verrückt machen zu lassen, sich nicht mehr einseitig Positionen zu beziehen und nur noch schwarz-weiß zu sehen, sondern wie es Thay auch getan hat in Vietnam, und darum kann er schon 40 Jahre nicht mehr zurück, das muss er eben auch dann akzeptieren, zwischen den Fronten zu bleiben, parteilos. Und nicht einseitig bei den Amerikanern und Südvietnamesen oder einseitig bei den Ho Chi Minh-Leuten und Nordvietnamesen zu stehen, sondern dazwischen den Menschen zu helfen, die unter diesen entsetzlichen Geschehen leiden, dazwischen. Und auch nicht im Kloster zu sitzen und zu rezitieren und Metta-Meditation oder Maitri-Meditation zu machen, mögen doch die anderen nicht so sehr leiden müssen, sondern rauszugehen und die Verletzten einzusammeln und so lange zwischen den Fronten zu gehen, bis die aufhören zu schießen, um auf die Weise ein bisschen zu helfen. Und viele der sogenannten Social Workers und Jugendbewegung, die damals von ihm geleitet wurde, sind dabei umgekommen, erschossen worden. Und ich habe ihre Gräber zum Teil in Saigon, im ersten Tempel, den er gegründet hat, besuchen dürfen. Ja, so geht es halt. Kein Gleichmut, Parteilosigkeit und Engagement. Da, wo es brennt, hinstehen, Zivilcourage. Und auf der einen Seite akzeptieren, was die Bedingungen uns bringen. Ich habe aufgehört zu fragen, warum gerade mir. Ich frage immer nur noch, was mache ich jetzt damit? Es ist so, wie es ist. Es taucht so auf. Ich kann oft die Bedingungen nicht erkennen, manchmal ja. Also die Ursachen, die zu einer Wirkung führen. Aber ich muss es annehmen. Ich muss es anschauen und sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe ja nicht umsonst geübt. Wenn die Stabilität gar nicht mehr da ist, dann muss ich eh alles auf den Nagel hängen. Und das werde ich nicht tun. Und auf der anderen Seite nicht nur anzunehmen, sondern zu lassen. Gleichmut ist den Mut, der gleiche Mut zum Lassen. Und dieses Loslassen ist eine sehr subtile, manchmal eine sehr offensichtliche Angelegenheit. Ich höre auf zu rauchen und ich sauf nicht mehr und ich mache das und das nicht mehr, weil es mir nicht mehr, ich mag es jetzt nicht mehr, es ist mir nicht mehr wichtig. Ich höre auf, in Clubs zu sitzen und Golf zu spielen und solche Dinge. Es ist nicht mehr wichtig, weg, nicht mehr da. Das ist die äußere, starke Form von Lassen, die aber kein Problem darstellt, wenn die eigene Richtung und Einstellung immer deutlicher in einem wird und das Bedürfnis dann langsam entfällt. Langsam, aber sicher. Oder Vegetarier zu werden und ähnliches. Das subtilere Lassen, das mehr Freiräume bringt, ist noch ein bisschen was anderes.
von Meinungen und Konzepten zu lassen, von bestimmten Wünschen und Vorstellungen zu lassen, von einer bestimmten Gewohnheit, die sehr tief sitzt, viele Dinge negativ zu interpretieren oder Macht und Einfluss auszuüben und immer wieder Anerkennung zu finden und Lob hören zu müssen, zu lassen. Das sind dann die subtileren Prozesse, die uns der Gleichmut auch bringt. Ich möchte noch eine Darstellung von Thich Nhat Hanh als Abschluss dieses ersten Teiles einbringen, nämlich, dass das Intersein von Blatt und Baum, wie die miteinander verbunden sind, wir haben oft darüber gesprochen, die meisten von uns, dem Intersein der 12 Glieder des Entstehens in wechselseitiger Abhängigkeit entspricht. Es heißt, Unwissenheit bedinge Tatabsichten. Aber Unwissenheit bedingt auch Bewusstsein, sowohl mittelbar über die Tatabsichten als auch unmittelbar. Und Unwissenheit bedingt auch Körper und Geist. Gäbe es keine Unwissenheit im Geist-Körper, so wären ja beide anders, als sie es sind, unser Geist und unser Körper. Also ist Unwissenheit drin. Unsere 6 Sinnesorgane, die Objekte, haben auch Unwissenheit. Meine Wahrnehmung von der Blume basiert auf meinen Augen und auf Formen der Blume. Sobald meine Wahrnehmung sich im Zeichen Blume verfängt, entsteht schon Unwissenheit. Ich sehe nicht mehr die Blume, wie sie ist, sondern ich sehe sie so, wie ich mir sie in meinem Bewusstsein zurechtrücke. Mögen, nicht mögen, Farbe, Form, die Magie, Marginett. Unwissenheit ist überall vorhanden, im Kontakt, in unseren Empfindungen, im Begehren, im Ergreifen, im Anhaften, im Werdeprozess. Und sie ist immer da, in jeder unserer Zellen, in jeder unserer Geistesimpulse, Geistesformationen, ist sie sozusagen, durchdrängt sie es. Und gäbe es keine Unwissenheit, so gäbe es in uns nicht das Verlangen, die Dinge zu ergreifen. Und wir würden auch nicht anhaften an den Dingen, wenn wir Klarblick hätten. Weil wir wissen, dass das immer nur unsere Vorstellung und unsere Unwissenheit ist. Avidya. Es gäbe dann auch kein Leiden, das wir im Augenblick spüren. Es wäre nicht da, wenn es keine Unwissenheit gäbe, weil wir ein völlig anderes Verstehen hätten von dem, was da passiert. Wir müssen uns darin üben, mein Detail, unsere Unwissenheit zu identifizieren, wenn sie da ist. Ergreifen und anhaften zeigen sich in Tatabsichten, in Empfindungen, im Werden. Unsere Verblendung, unser Getriebensein, das uns von diesem zu jenem flüchten oder eilen lässt, und unser Wollen können in allen 12 Gliedern erkannt werden. Das ist da drin. Jedes einzelne Glied bedingt alle anderen und ist von ihnen bedingt. Avidya. Fehlen von Licht heißt es auf Deutsch. Vidya wiederum bedeutet Verstehen, Weisheit, tiefes Schauen, Licht. Und wo Licht ist, ist bekanntlich kein Dunkel. Schatten ja, aber kein Dunkel. Wo Tag ist, ist keine Nacht. Wo Unwissenheit ist, ist kein Verstehen oder nur sehr rudimentär, sehr, sehr, winzig, winzig. Der Buddha sagt, wenn Unwissenheit ein Ende hat, erwächst Verstehen. Unwissenheit führt zu Tatabsichten, dem Willen zu leben. Sie ist nicht weg, sie hat sich nur verwandelt. In, von Avidya, A ist dieser Verneinungsvorsatz, Vidya ist dann das Erkennen. Das Sehen. Und er hat dann noch gemeint, naja, der Wille zu leben, Tatabsichten, kann man auf zweierlei Weise verstehen. Leben, um selber Vergnügen und Befriedigung zu erreichen und immer wieder danach zu streben, oft auf dem Rücken und der anderen und mit einiger Rücksichtslosigkeit seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen und Trieben nachzukommen. Oder Tatabsicht kann sein, zu helfen. Die Sozialarbeiter gehen ja auch bei uns in Vietnam nicht in die Slums und in diese, mit denen ich sie immer wieder begleite, weil sie nach Macht oder Reichtum streben, sind ja arme Kerle und die Frauen auch, aber sie tun es für wenig Unterstützung. Sie gehen dorthin, um zu helfen,
um ihr Bedürfnis Liebe zu schenken, da zu sein für andere, zu erfüllen. Auch das ist eine Tatabsicht, eine willentliche Hand. Also es gibt nicht nur das Tun des eigenen Vorteils wegen. Das wisst ihr aber. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir unser Bewusstsein, die Samen des Bewusstseins richtig wässern? In uns ist Unwissenheit, aber genauso auch Weisheit. Sie ist schon da. Die muss nicht erworben werden. Genauso wenig wie wir Erleuchtung erwerben müssen. Und Befreiung, sie ist da. Es gilt es freizusetzen, das was schon da ist. Das ist die Praxis. Wir brauchen nicht rumlaufen und gucken, wo ist die denn? Muss ich was erwerben jetzt? Irgendein Meister wird mir schon bringen. Das ist es nicht. Wir haben sie schon. Wir haben sie schon. Der Teil lacht laut, wenn Leute zu ihm kommen, die von ihm dann die große Einweihung und zugleich die große Weisheit erwarten, die er übertragen möge, damit in ihnen Wissen entsteht. Er sagt, ich kann euch unterstützen, ich kann euch ein paar Wege zeigen. Alles selber machen, alles selber machen. Niemand kann es da helfen. Kein Heiliger, kein Bodhisattva. Er ist da, er ist verfügbar. Er hilft, aber er verändert nicht. Transformation geschieht durch uns selbst und nicht durch andere. Darum können wir auch andere nicht verändern. In uns ist Unwissenheit aber auch Weisheit. Der Same des Erwachens ist in jedem Glied vorhanden. Im Kompost verborgen sind die Blumen, sagt er so gern. Und in den Blumen verbirgt sich der Kompost. Und wenn wir uns darauf verstehen, Kompost herzustellen, wird er sich rasch in Blumen wieder verwandeln. Wenn wir uns darauf verstehen, die Blumen zu pflegen, werden sie lang frisch bleiben. Und deshalb sollten wir nicht glauben, dass in diesen 12 Gliedern nur Unwissenheit zu finden sei und damit halt das ganze Elend anfängt. Es gibt auch dort den Samen erwachter Weisheit. Es ist da in uns. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben. Und darum, liebe Freunde, wollen wir uns jetzt dem Teil zuwenden, der mit Vidya beginnt. Die Kette der Abhängigkeit unter einem ganz neuen Aspekt zu sehen, wo die Transformation dieses Lebensrades eintritt, die jeder von uns nachvollziehen kann, wenn er es nur will. Dabei möchte ich etwas vorausschicken. Wenn ich jetzt durch diesen, wie Ayakema sagte, überweltlichen Pfad gehe, wenn die 12 Glieder eine neue Veränderung jetzt erfahren, kommen darin Begriffe vor, die ich morgen erst im Detail mit euch gerne, wenn ihr das möchtet, anschauen will. Es setzt voraus, dass wir eine kleine Ahnung haben von der sogenannten Dreikörperlehre, von den drei Ebenen unseres Bewusstseins, in dem wir reingehen können. Und man spricht dabei von Nirmanakaya, Sambhogakaya und Dharmakaya. Das sind Begriffe, die einfach oft auftauchen. Kaya heißt Körper. Es gibt den Nirmana, den Sambhoga und den Dharmakaya. Das möchte ich morgen kurz aufskizzieren, damit wir uns klar werden, welche Möglichkeiten der Annäherung und der Veränderung wir über diese sogenannte Dreikörperlichkeit, die es im buddhistischen Kontext für jeden von uns gibt, wie wir das anschauen können. Beispielsweise ist der Nirmanakaya jene Situation, jene Körperlichkeit, in der wir ganz normal leben, die wir spüren können und wo Transformation möglich ist. Also unsere Manifestation, wie wir heute da sitzen. In dem Moment, wo wir in die Meditation gehen und tiefer schauen lernen, befinden wir uns im Sambhogakaya, im Körper der Verzückung heißt es, nämlich in einem geistigen Prozess. Ist da was? Gut. In einem geistigen, meditativen Prozess, und da berühren wir diesen Körper. Verlassen wir aber alles und gehen in eine tiefe Meditation, wo es keine Bilder, keine Worte, keine Vorstellungen, keine Konzepte mehr gibt und in Berührung gelangen mit dem, was in uns als die wahre Natur definiert wird, sozusagen dem Potenzial der Buddhaschaft in uns, dann berühren wir den Dharmakaya und der ist nicht von Sterben und geboren werden durchdrungen. Und wenn ihr die dritte Übung dann machen werdet, mit der Erde berühren, werdet ihr sehen, dass es sich hier um die transzendente Dimension unserer Wirklichkeit handelt, was andere mit dem Reich Gottes definieren oder mit dem reinen Land.
Und das ist ein Bereich, den wir, wo wir mit unserem Dharmakaya sind. Und die sind immer da, die drei. Wenn wir das also jetzt durchgehen und diese Worte auftauchen, werde ich sie morgen nochmal genauer definieren, damit wir da klar sehen. Genauso wie Thay in dieser Abfolge von den 8 Bewusstseinsebenen spricht, aus denen dann aus diesem gesamten Bewusstsein eine Weisheit entsteht. Eine Weisheit, die aufgezeigt wird an Buddhas, Buddha-Weisheiten sozusagen, und das sind deren 4, und davon spricht er auch, was im Laufe dieses neuen Formes wechselseitiger Abhängigkeit, was in dieser neuen veränderten Form des Rades, des Außenbezirks des Rades eintritt. Auch das werden wir uns morgen anschauen müssen, weil dazu heute die Zeit nicht reicht, wenn ich euch noch wenigstens zeigen möchte, wie aus diesem Werdekreis mit viel leidvollen Aspekten und mit viel Greifen und mit viel Festhalten und so eine Lebensspirale zunächst noch Kreis, aber doch Spirale wird, wie wir mit Vidya, mit Wissen, mit tiefem Schauen und mit Weisheit einen neuen Weg gehen können, sozusagen vom verblendeten Geist einmal ausgehend und vom wahren Geist einmal ausgehend. Und alle Praxis, von der wir so ein breites Angebot haben, die viele von uns kennen und auch üben, soll diesen klaren Geist, soll diesen wahren Geist in uns, der da ist, in jedem auch solchen, die noch gar nichts davon gehört haben, ist er da, wie wir diesen wahren Geist fördern können und wie er uns beleben kann, wie er in uns wachsen kann, reifen, durch Übung, durch Einsicht, durch Erfahrung. Anders geht's nicht. Und das schauen wir uns mal jetzt an. Ich werde euch morgen die Blätter geben, wo dieser Ablauf aufgezeigt wird, wie das geht. Das ist so eine Gegenüberstellung von dem bisherigen zum Neuen, zum Anderen. Zum Gleichen und doch Anderen, muss ich eigentlich sagen. Aber vorher lege ich dann noch diese Blätter hin, die ihr auch haben sollt, um nochmal zu sehen, rein optisch. Wie wenn jedes Kettenglied mit dem anderen verbunden ist, so eine Vernetzung dann aussieht. Und ich habe mir das hingelegt und habe darüber auch meditiert vor dem Blatt und habe dann gesehen, wie eben Unwissenheit und Tatabsicht und Bewusstsein und Geistkörperlichkeit und daraus die 6 Sinnesorgane und die Berührung und der Kontakt und. Wie das aber jeder einzelne Punkt auch mit allen anderen 11 Punkten zusammenhängt. Auch das ist wie ein Netz des Indra, wo eine Perle da hängt und die Facetten sich alle anderen darin spiegeln. Es gibt keine einzige, die nur für sich leuchtet. Und das Licht ist immer ein gemeinsames. Und in jeder einzelnen Perle, das Netz von Indra, spiegelt sich alle anderen. Und diese Vernetzung, dieses Verwobensein, dass nichts für sich allein existiert, auch kein Gefühl, auch kein eigenes Glied dieser Abhängigkeitskette, kann für sich existieren. Und das ist auch die Chance, dass wenn wir eins knacken, an einem ansetzen, durch unsere Bemühung Veränderung erreichen, sich auch Schritt für Schritt alle anderen verändern. Denn in dem einen sind auch alle anderen. Und alles ist in dem einen. Das ist dieser Grundsatz von Intersein, ich will ihn morgen nochmal betonen, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für ein tieferes Verstehen. Und wer da weiterhin von Absolutum redet, aus sich heraus entstanden, wer weiterhin von einer Entität spricht, die für sich allein existiert, bleibt im Ich hängen, kriegt die Vernetzung nicht klar mit allen anderen. Nicht nur Menschen, alles, was existiert, der ganze Kosmos, jede Erscheinung und jede Manifestation auf diesem blauen Planeten. Wenn wir das tief erfahren, anschauen, spüren in uns, dann entsteht die Herzensgut, dann entsteht sie, das Mitgefühl, die Liebe. Solange wir uns für uns selber nur sehen können und sich nicht alles andere in uns spiegelt und wir in allen anderen, wie bei einem solchen Indras Netz,
wird sich nicht viel ändern. Und so entsteht also statt Unwissenheit, ihr braucht es nicht mitzuschreiben, weil das ist dann auf dem Blatt E drauf auch, eine klare Erkenntnis, also Vidya, Klarheit, die schon da ist. Ich betone das immer wieder. Nicht erworben werden muss, als substanziell, aber freigesetzt werden muss. Durch Übung, durch Einsicht, durch Erfahrung. Und das ist unser Bemühen, die ganze Zeit. Und die Tatabsichten, die aus der Unwissenheit heraus entstehen, die Samskaras, die Willenstendenzen, werden dann zum großen Streben, zum Bodhisattva-Gelöbnis, zu Bodhicitta, zu dem Potenzial der Befreiung. Und alle unsere Tatabsichten, deswegen rede ich immer von Richtung nehmen, sind das. In großes Streben wird es genannt, in eine bestimmte Richtung mich zu bewegen und die bei allen Rückschlägen, bei allen Zeiten der Stille und der Ruhe und des Nichtbewegens, des vermeintlichen Nichtbewegens, die Richtung im Auge behalten. Wohin will ich? Will ich ein vollkommener Mensch werden, ein erwachter Mensch? Will ich von Leiden frei werden? Will ich anderen helfen können? Will ich einen Weg gehen, der uns alle das Leben viel menschlicher, viel friedvoller, viel harmonischer leben lässt? Und weniger Aggression, Emotion, weniger Gier- und Neidgesellschaft, weniger all diese Dinge, die wir, wenn wir sie genau anschauen, eigentlich beklagen und verändern wollen. Das ist, wenn unsere Sanskaras, unsere Willenstendenzen das große Streben haben, in eine bestimmte Richtung zu schauen. Und dabei hilft uns Bodhicitta, das Bodhi heißt Erwachen und Citta ist das Herz oder der Geist, das Potenzial der Erleuchtung, das jeder hat. Jeder. Und dann kommt das Bewusstsein, das aufgrund der Tatabsichten entsteht. Hatten wir ja da. Und dieses Bewusstsein hat 8 Kategorien. Schauen wir uns morgen nochmal an. Es gibt die 5 Sinnesbewusstsein, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken und so weiter, Bewusstsein dazu. Es gibt das Geistbewusstsein, nämlich das Denken. Es gibt Manas, wo das Ich drin sitzt, das zwischen dem Denkbewusstsein und dem Speicherbewusstsein sitzt, im Alevichnana. Und diese Bewusstseinskategorien, diese 8, werden zu 4 Arten der Weisheit. Wir können unser Bewusstsein in Weisheit verändern. Weisheit identisch mit tiefem Schauen, nicht mit viel Wissen, sondern Weisheit. Das ist ja etwas anderes, wie intellektuelles Wissen. Und da entsteht aus dem Sinnesbewusstsein die Weisheit der wunderbaren Verwirklichung, der Realisation. Das schauen wir uns morgen an. Symbolisiert durch einen Buddha, um sozusagen einen Bezugspunkt zu haben, einen Archetypen, auf den wir hinschauen können. Aus dem Geistbewusstsein, den Gärtner, wie ich in meinen Kursen oft erzählt habe, als wir die buddhistische Psychologie angeschaut haben, entsteht die Weisheit des wunderbaren Erkennens. Zu sehen, zu erkennen. Aus dem Ich, Manas, Weisheit der Gleichheit, der Wesensgleichheit. Es gibt keinen fundamentalen Unterschied zwischen dem, was agiert. Alles hat nach buddhistischer Überzeugung Vollendung in sich. Alles, was erscheint, ist durchdrungen von einem vollendeten Geist. Ganz gleich, in welcher Kategorie des Bewusstseins es sich wie wir selbst bewusst wird oder in einer anderen Bewusstseinskategorie bei Tieren, bei Pflanzen, Mineralien sich bewegt. Aber es ist da. Jeder Stein hat nach buddhistischem Kontext Bewusstsein. Unglaublich tief. Und diese Weisheit der Gleichheit, Ratnasambhava, für die Experten, diesen Buddha, die ist ganz entscheidend, wenn die in unserem Bewusstsein auftritt. Bis hin, wo aus dem Speicherbewusstsein, in dem ja alle, das Kollektive und das Individuelle, alle Samen seit anfanglosen Zeiten gesammelt sind. Und es ganz entscheidend ist, wie wir in der Lage sind, diese Samen entweder auszutrocknen oder zu verwandeln, zu transformieren, damit das in unser Tagesbewusstsein auftritt, was uns diese Richtung leichter machen wird und das Gehen. Und dieses Speicherbewusstsein wird zur Weisheit des großen Spiegels. Und das sind dann die 4 Arten von Weisheit, die in uns durch Bewusstseinsveränderung entstehen können.
Und wir werden das morgen als ein Mandala, diese vier Positionen, in der Mitte gibt es einen zentralen Punkt, uns mal anschauen, um auch eine bildhafte Vorstellung zu haben von dem, worauf wir uns zubewegen, wenn sich Bewusstsein verändert in uns. Dass wir wissen, was passiert denn da? Wir haben sozusagen dann wohl zunächst nur ein Bild und Konzept, aber wir können es mit Leben erfüllen und haben einen Bezugspunkt zu sagen, aha, da ist dies geschehen. Wenn wir kontemplieren, hinschauen, was mit uns los ist und was unsere Bemühungen und unser Weg, welche Lampen da aufleuchten, was da Licht bringt. Und wenn wir das definieren können, sind wir natürlich sehr zufrieden, weil ja jeder sich freut, wenn er eine Erklärung für etwas hat. Das ist der Versuch einer Erklärung von einem Prozess, den wir anschieben und dann auch Antwort davor haben. Wo stehe ich denn da gerade? Das ist eine Landkarte, wenn ihr so wollt. Und das immer wieder zu überprüfen. Und irgendwann werden die Lichter, egal ob Fackeln oder andere Lichter, rechts und links unseren Weg sehr hell machen. Jeder Schritt, es wird immer heller, weil wir die dann auch nach vorne immer wieder kriegen und dadurch das, was schon leuchtet, uns weiter leuchtet. Ein paar werden halt zwischendurch ausgehen, macht ja nichts, dann müssen wir weiter üben. Dann leuchten sie wieder. Und dann entsteht aus dem Bewusstsein die Geistkörperlichkeit, wie wir gesehen haben. Bewusstsein schafft Geist, Körper, diese Manifestation, uns. Und das verändert sich in den sogenannten Nirmanakaya, in den Transformationskörper. Durch unser Transformieren. Bewusst. Veränderung findet sowieso statt. Immer. In uns und um. Sonst würden wir nicht altern oder Meinungen ändern oder der gleiche sein wie der fünfjährige Bub oder Mädchen und doch nicht der gleiche. Diese Transformation findet statt, aber nicht bewusst und nicht in eine bestimmte Richtung. Im Transformationskörper ist es anders. Ich hoffe, ich bleibe noch einigermaßen deutlich, habe ich es jetzt schon überfordert. Wenn ja, tut mir es leid. Wir sind aber gleich an der Grenze dessen, wo wir aufhören können miteinander und wo dann hoffentlich durch Gespräche am Nachmittag wir einiges verdichten, wenn ihr wollt. Aber ich muss euch die Landkarte zeigen, sonst geht es nicht. Wir können nicht ein Lebensrad, das wir selber sind und das Yama in den Händen hält, in den Klauen hält, verändern, wenn wir nicht wissen, welche Richtung das ist. Dass dann immer noch genug Arbeit und Praxis ist, wenn das Konzept erst und das Bild einmal da ist. Das wissen wir alle. Aber wenn wir keine Vorstellung davon haben, wohin die Reise geht, wenn keiner eine Landkarte hat, na servus, dann drehen wir uns nur noch im Kreis. Wir verirren uns, wir stürzen ab oder im Segelboot dümpeln wir, wie schon erwähnt, am See dahin. Ist mir auch schon passiert. Am Bodensee. Empfindung. Ach so, die 6 Sinnesorgane entstehen jetzt und daraus dieser sogenannte Sambhogakaya, der Ergebniskörper. Auch da verändern sich die Sinne, sie nehmen auf eine andere Weise wahr. Wir nennen das auch tiefer schauen, wir nennen das der Wirklichkeit gemäße Sehen lernen. Und das macht man mit diesem sogenannten Sambhogakaya, mit diesem Ergebniskörper, weil er bringt Ergebnisse. Wenn wir sehen lernen, wie die Dinge sind und nicht, wie wir sie gern hätten oder wie wir glauben, dass sie wären. Und aus diesem entsteht dann Kontakt und Berührung. Und da zählt dann die Achtsamkeit. Da fängt sie an. Achtsamkeit bei jedem Kontakt, bei jeder Berührung. Was geschieht da? Wie reagiere ich da? Diesen Schritt zurück, dieses Hinschauen. Wenn Kontakt entsteht, Berührung, werden ja dann auch Empfindungen losgelöst und ich brauche die Achtsamkeit auch bei der Empfindung. Ist es heilsam, unheilsam, neutral? Welches Gefühl, welche Empfindung tritt da auf? Wie werde ich davon beeinflusst? Achtsamkeit in höchstem Maße für alles, was mir begegnet und widerfährt, sind die zwei nächsten Steps, wenn es um Kontakt und Berührung geht und wenn es um Gefühl und Empfindung geht. Da ist Sati oder Smriti, Vergegenwärtigung und Achtsamkeit, ganz groß geschrieben. Da ist der Schlüssel, wenn wir dahin gelangt sind, über die ersten Prozesse unseres Lebens, die ja am Anfang stehen. Aber da können wir auch einhaken, entweder beim Kontakt oder beim Gefühl. Und das ist ganz wichtig, um zu verändern. Sind wir da drin mit unserer Achtsamkeit, dann verändern wir auch die anderen Bereiche dieser Kette.
Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass in jedem Kettenglied auch alle anderen sitzen. Dadurch können wir verändern. Aus dieser Empfindung, aus dem Gefühl heraus entsteht dann noch Begehren, Durst. Und dafür haben wir diese vier grenzenlosen Geisteszustände. Es lohnt sich fast nicht, aber es ist schade, wenn wir es dann wieder nur halb haben. Ich muss ja den Kreis vollenden. Dann schaffe ich es. Ist okay, dass wir die vier, Liebe, Mitgefühl, Gleichmut und Freude, den Durst damit löschen können. Dieses Feuer des Habenmüssens, des Heranziehens, das entsteht aus Ergreifen und Anhaften Freiheit. Ich habe von diesen Freiräumen gesprochen, durchlassen. Das Letzte ist dann, wenn das geschafft ist, dieses Anhaften überwunden ist, wenn wir lassen können, dann wird Werden, Geburt, Alter und Tod in ein wunderbares Sein übergehen, nicht mehr tun, sondern sein, und in die Weisheit der Geburtlosigkeit und der Todlosigkeit in der transzendenten Ebene unserer Wirklichkeit. No coming, no going anymore.